Hallo, mein Name ist Patrick Wiederhake, Partner bei Profil M und zuständig für die Weiterentwicklung des Themas Führung und Gesundheit. In den nächsten 15 Minuten möchte ich Ihnen erläutern, warum und wie das Thema Gesundheit für Sie in Ihrem Führungshandeln relevant werden kann. Dazu schauen wir zunächst zurück. Bereits im Jahr 1948 hat die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit definiert als einen Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Eine mutige Definition, sollte man meinen, denn zum einen ging es doch nach dem Ende des Krieges auch erst einmal darum, Wunden zu heilen und wieder auf die Beine zu kommen. Zum anderen ist dieser Zustand vollkommenen Wohlbefindens doch eigentlich kaum zu erreichen. Und trotzdem wurde damals ein ganz wichtiger Kompass gesetzt für die Weiterentwicklung rund um das Thema Gesundheit, denn es wurde deutlich herausgestellt, dass es eben nicht nur darum geht, Krankheiten zu verhindern, sondern mehr zu schaffen, Menschen dazu zu befähigen und ihnen zu ermöglichen, wirklich zu wachsen, sich als Person zu entwickeln und eben ein nicht nur körperlich, sondern auch geistig und sozial zufriedenstellendes Leben zu führen. Heute, fast 70 Jahre später, ist Gesundheit immer noch oder auch wieder ein Modewort. Und das hat zwei Gründe. Zum einen erleben wir tatsächlich eine radikale Veränderung in den Anforderungen, die unsere Arbeit an uns stellt. Wir erleben eine zunehmende Komplexität unserer Tätigkeit. Wir erleben weniger durchschaubare Anforderungen, gerade durch die Komplexität, die sie beinhaltet. Und wir erleben, dass Veränderung heute geradezu die Grundlage unseres beruflichen Handelns geworden ist. Stabilität also kaum noch greifbar und etwas, was vielen Menschen natürlich trotzdem immer noch wichtig ist, nämlich der Begriff der Sicherheit, heute ganz anders realisiert werden muss. Neben dieser Facette der Veränderung unserer Arbeitswelt ist Gesundheit aber auch deswegen gerade in aller Munde, da es ein großer Modetrend unserer Gesellschaft ist. Die Optimierung im Sinne der Gesundheit durch körperliche Fitness, durch Ernährungstrends, durch Achtsamkeits- und Meditationsübungen, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, diese Optimierung ist heute nahezu gleichbedeutend mit dem Thema der Selbstverwirklichung. Der Wohlstandsbauch als Zeichen eines erfüllten und erfolgreichen Lebens ist aus den Chefetagen verschwunden, gehört nicht mehr zum Bild von Erfolg, so wie wir es heute leben. Stattdessen sehen wir Manager, die Marathon laufen, die vor ihrer Arbeit zum Workout gehen und die auch in sonstiger Hinsicht daran arbeiten, sich zu optimieren, sich leistungsfähig zu halten. Bei all dem, was uns in diesem Rahmen, in diesem Spannungsfeld begegnet, an Einzelfallanekdoten, an Trends, an Pressemitteilungen, bei all dem sind drei Dinge festzuhalten, die als Grundlage für Führungshandeln in Bezug auf das Thema Gesundheit große Relevanz haben. Fakt ist, Gesundheit ist die Grundlage von Leistungsfähigkeit, aber mehr auch, sie ist auch die Grundlage für die Loyalität ihrer Mitarbeiter. Nur wenn sie sich in dem Unternehmen, für das sie arbeiten und unter ihrer Führung gesund fühlen dürfen und können, werden sie dem Unternehmen dauerhaft die Treue halten. Dafür ist der Arbeitsmarkt heute gerade für qualifizierte Arbeitskräfte, für qualifizierte Potenzialträger zu attraktiv. Dafür sind die Auswahlmöglichkeiten zu groß. Fakt ist auch, dass Gesundheit bei all dem, was an vielleicht auch nicht ganz ernstzunehmender Anekdote über den Weg kommt, Gesundheit heute tatsächlich unter Druck steht. Es gibt eine ganze Reihe an Studien, die sehr seriös und solide nachweisen, wie stark sich insbesondere im Bereich der psychischen Beanspruchung und der entsprechenden gesundheitlichen Folgen die Situation heute, allein schon im Vergleich zu vor 15 Jahren, deutlich verschärft hat. Infolgedessen nehmen auch Muskel-Skelett-Erkrankungen wieder zu und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die psychisch in ganz vielen Fällen eben mitbedingt sind und mit verursacht sind. Zum Dritten kann man sagen, Fakt ist, dass Sie als Führungskraft Einfluss haben auf die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter, und zwar ob Sie wollen oder nicht und ob Sie dies bewusst tun oder unbewusst. Viele Studien weisen nach, dass Führungskräfte ihren eigenen Gesundheitszustand und auch den Krankenstand von Mitarbeitern mitnehmen. Das heißt, selbst wenn Sie in ein anderes Team wechseln und dieses führen, wird sich die Gesundheit des Teams aus dem ersten Team nach einiger Zeit im zweiten Team wiederfinden. Sie haben als Führungskraft Einfluss auf das Erleben Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben Einfluss darauf, mit welchen Anforderungen Sie konfrontiert sind. Und Sie haben letztlich Einfluss darauf,
wie gut sie mit diesen Anforderungen auch in gesundheitlicher Hinsicht umgehen können. Nimmt man diese drei Aspekte zusammen und versucht man dann, die beschriebenen Trends, Veränderung der Arbeitsbedingungen, Gesundheit als Megatrend, zu übertragen auf das Thema Führung und Gesundheit, ergeben sich daraus ebenfalls zwei relevante Facetten. Warum sollte Führung und Gesundheit in einem Atemzug genannt werden? Warum sollten Sie als Führungskraft Gesundheit mit auf Ihre Agenda nehmen? Wenn Sie mir inhaltlich bis hierhin gefolgt sind und zustimmen, dann entsteht daraus nun unweigerlich die Frage, wie geht das? Wie kann ich als Führungskraft die Gesundheit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur erhalten, sondern sogar fördern? Wie kann ich Leistungspotenziale auch über den Weg der Gesundheit abrufen? Und wie kann ich als Führungskraft attraktiver sein für meine Mitarbeiter, indem ich ihnen das Gefühl gebe, dass mir ihre Gesundheit am Herzen liegt? Nun, dazu muss man sagen, dass Sie in Fragen der Gesundheitsförderung, in Fragen des Gesundheitsschutzes natürlich nicht allein dastehen oder nicht allein dastehen sollten. Sie können als Führungskraft viel bewegen, aber wenn die Gesundheits- und Leistungskultur in Ihrem Unternehmen nicht funktional ist, nicht einzahlt auf das Thema Gesundheit, dann werden Sie als einzelne Führungskraft wenig Chance haben. Was Sie allerdings tun können, ist natürlich in Ihrem Team eine Kultur von Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz zu etablieren, dazu später mehr. Aber die Kultur in Ihrem Unternehmen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Gesundheitsförderung und viele Studien zeigen das. Zum anderen gibt es, vermutlich auch in Ihrem Unternehmen, eine gewisse Struktur, Prozesse, die mit dem Thema Gesundheit zusammenhängen. Viele Unternehmen und vielleicht auch Ihres haben ein sogenanntes betriebliches Gesundheitsmanagement, in dem zum einen ärztliche Dienste, zum anderen aber auch Fragen der Arbeitsgestaltung und der Ergonomie diskutiert, verarbeitet und in Prozesse gegossen werden. Kultur und institutionalisierte Gesundheitsförderung sind also zwei ganz wesentliche Eckpfeiler, wenn es darum geht, die Gesundheit einzelner Mitarbeiter zu erhalten. Als dritte Säule kommen Sie als Führungskraft ins Spiel. Als dritte Säule wird Ihr Führungshandeln relevant. Seit gut einem halben Jahrhundert gibt es immer wieder Studien, die den Zusammenhang von Führung und Gesundheit untersuchen und herauszufinden trachten, über welche Wege Führungskräfte zur Gesundheit ihrer Mitarbeiter beitragen. Nun, wenn man sich diese Forschungsergebnisse anschaut, kommt man zu dem Schluss, dass die Grundlage dessen, was unter gesunder Führung zu verstehen ist, das ist, was Sie anders auch einfach als gute Führung beschreiben könnten. Das, was Sie in vielen anderen Führungstrainings, in vielen anderen Führungsbüchern zu lesen bekommen, da geht es um Sinnstiftung, da geht es um klare, transparente Kommunikation, da geht es um Klarheit in der Rolle, was wird erwartet. Es geht um wertschätzendes Feedback, es geht um Fairness in der Behandlung, es geht um Wohlwollen bei der Berücksichtigung individueller Belange und es geht um die Stimulierung, die Auseinandersetzung, die Sie Ihre Mitarbeiter erleben lassen. Alles Dinge, die scheinbar selbstverständlich sein sollten oder anders gesagt, die eben unter guter Führung subsumiert werden. Das ist die Grundlage und wenn Sie das tun, dann können Sie sicher sein, dass Sie natürlich schon eine ganze Reihe von gesundheitsrelevanten Aspekten gar nicht erst entstehen lassen und vielleicht auch sensibler reagieren werden auf etwaige Belastungsspitzen oder auf etwaige Situationen, die Mitarbeiter erleben und die ihre Gesundheit angegriffen sein lassen. Die Grundlage gesunder Führung ist also gute Führung. Was können Sie noch tun? Nun, aufbauend hierauf können Ihre Mitarbeiter Sie erleben in ganz unterschiedlichen Rollen, die tatsächlich Gesundheit zum Thema haben. Bei guter Führung wird es so sein, dass Sie den Begriff der Gesundheit gar nicht in den Mund nehmen müssen. Sie müssen gar nicht über Gesundheit reden, um gesundheitsorientiert, um gesundheitsförderlich zu führen, wenn Sie beispielsweise wertschätzende Führung zeigen oder wenn Sie transparentes Feedback geben. Bei gesundheitsbezogenem Führungsverhalten und den damit zusammenhängenden Rollen ist das anders. Hier machen Sie Gesundheit tatsächlich zum Thema. Und das in fünf unterschiedlichen Rollen, die wir hier einmal für Sie zusammengefasst haben. Da ist in der Mitte der achtsame Beobachter. Das heißt, es geht darum, tatsächlich sehr bewusst wahrzunehmen, wie der Gesundheitszustand Ihrer Mitarbeiter eigentlich ist. Wahrzunehmen, welchen Belastungen Sie ausgesetzt sind und wie Sie damit umgehen. Ja, sich selber in dem eigenen Blick dafür zu schärfen, wie Sie mit Ihrer Gesundheit umgehen, wie andere in Ihrem Team das tun, wie Ihr Team als Ganzes das tut. Neben dieser Rolle der Beobachtung, die im Zentrum
des gesundheitsbezogenen Führens steht, ist sicherlich die Rolle als Vorbild zu nennen, die sie dort haben. Und mit Vorbild ist hier nicht gemeint, dass sie der Gesündeste aus ihrem Team sein müssen. Das wird in vielen Fällen überhaupt nicht der Fall sein. Sie werden Mitarbeiter haben, die sich vielleicht deutlich mehr oder deutlich effektiver um ihre Gesundheit zu kümmern verstehen. Vorbild sein heißt hier, Selbstfürsorge walten zu lassen. Vorbild sein heißt hier, nicht den Mitarbeitern zu sagen, dass sie sich um ihre Gesundheit kümmern und ich als Führungskraft verausgabe mich bis aufs Letzte und treibe Raubbau an meiner Gesundheit, sondern Vorbild sein heißt, ich achte auf meine Gesundheit, ich sorge für mich. Ich, um eine Metapher aus dem Flugbetrieb zu nehmen, setze mir auch erst die Sauerstoffmaske auf in einer bedrohlichen Situation und sorge dafür, dass ich selber handlungsfähig bleibe, gerade damit ich mich dann besser um andere kümmern kann. Die Selbstfürsorge wird somit als Grundlage für das vorbildhafte Verhalten und als ein ganz wesentlicher Eckpfeiler, auch von ihren Mitarbeitern beobachtet und eingeschätzt. Neben der Vorbildrolle wird es darum gehen, Gesundheit als Wert in Ihrem Team zu etablieren, als Wert zu vermitteln. Was das bedeutet, ist eine durchaus ernstzunehmende Diskussion, die Sie vielleicht auch mit Ihrem Team führen können. Zumindest aber mit anderen Kollegen aus dem Führungskreis. Denn was Gesundheit als Wert bedeutet, kann ganz unterschiedlich gelebt werden, kann ganz unterschiedliches bedeuten. Auf jeden Fall wird es darum gehen, Gelegenheiten zu finden, in denen Sie Gesundheit ansprechen können, in denen Sie Gesundheit zum Thema machen können, in denen Sie Gesundheit als Wert platzieren und dem Wert Gesundheit Raum geben können. Als vierten Bestandteil haben wir das Thema der Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Das fängt an mit der Gestaltung von Arbeitsaufgaben über Bewältigbarkeit, Handhabbarkeit, Klarheit, geht aber natürlich auch in den Bereich der Ergonomie, der Arbeitsplatzgestaltung, der Frage, in was für einem Kontext Ihre Mitarbeiter arbeiten, welche Gesundheitsbelastung es dort gibt und wie damit umzugehen ist. Hier sind Sie gefragt, auch andere im Unternehmen hinzuzuziehen, sich an die entsprechenden Instanzen zu wenden und eben dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen für Ihr Team möglichst gesundheitsförderlich gestaltet sind. Hier gibt es viel professionellen Rat und Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, diesen aktiv zu suchen, diesen aktiv anzuwenden so in die Diskussion zu kommen und Arbeitsbedingungen nicht nur aus der Perspektive der Funktionalität zu betrachten, sondern eben auch aus der Perspektive der Gesundheitsförderlichkeit. Als letztes ist das zu nennen, was man auch als Empowern beschreiben könnte, nämlich Mitarbeiter darin zu fördern, sich tatsächlich um ihre Gesundheit zu kümmern. So wird es sicher viele Situationen geben, wo sie auf der einen Seite sehr klare Deadlines, anspruchsvolle Ziele zu erreichen haben und auf der anderen Seite Mitarbeiter eben etwas für ihre Gesundheit tun wollen und vielleicht zu ihnen sagen, ich habe heute doch aber meinen Sportkurs oder meinen Yogakurs oder was auch immer. Oder ich möchte doch aber meine Mittagspause machen, wir haben darüber gesprochen. Das in Einklang zu bringen, wird nicht immer einfach sein. Und es geht auch nicht darum, die perfekte Lösung zu präsentieren, aber es geht darum, eben überhaupt erst diese Waage zuzulassen, überhaupt erst diesen Abgleich vorzunehmen und es nicht als selbstverständlich zu sehen, dass natürlich im Falle einer dringenden Anfrage die Mittagspause ausfällt, die Überstunde sein muss, oder eben die Emotionalität im Team auch einmal hochkochen darf. Darum wird es gehen, Mitarbeiter darin zu ermutigen, eben auf ihre Gesundheit zu achten, gerade in Krisensituationen, gerade da, wo es schwierig wird. Wenn wir zurück auf die Pyramide schauen, fehlt noch die Spitze. Und da wird es jetzt als drittes darum gehen, neben der guten Führung, neben dem gesundheitsbezogenen Führungsverhalten, da sehr konsequent aktiv zu werden, wo tatsächlich Krankheit vorliegt, wo Mitarbeiter tatsächlich betroffen sind. Sie werden sich vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt gefragt haben, was bringt mir das Ganze eigentlich finanziell? Das klingt alles gut und Arbeitgeberattraktivität ist ein wichtiges Ziel, aber lohnt sich das? Sehe ich das am Ende auch auf meinem Balance Sheet? Sehe ich das am Ende im Erfolg, im finanziellen Erfolg unseres Unternehmens? Und da muss man sagen, hat insbesondere, und das zeigen gerade neuere Studien, insbesondere der Umgang mit bestehenden Krankheiten einen sehr relevanten Einfluss und eine sofortige Sichtbarkeit.
Hier geht es darum, wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, bei denen der erhöhte Blutdruck schon diagnostiziert ist, die einen Herzinfarkt hatten oder, um das in den Bereich der psychischen Gesundheit zu bringen, die tatsächlich an einer Depression erkrankt sind, die einen Burnout hatten. Wie gehen Sie mit diesen Leuten um? Hier ist zum einen vielleicht im ersten Schritt auch die größte Überwindung gefragt, um als Führungskraft aktiv zu werden. Und zum anderen ist hier aber gerade konsequentes Handeln möglich und notwendig. Das heißt drei Dinge. Das heißt, dass es zum einen darum gehen wird, bestehende Krankheitsbilder auf eine wertfreie, aber sehr konsequente Art zu thematisieren im Einzelgespräch. Im Einzelgespräch zu sagen, du hast diese Diagnose, du hattest diesen Vorfall, wie gehen wir bei der Arbeit damit um? Welche Lösungen finden wir, um dieses Thema in der Arbeit zu adressieren? Wie kann ich dich als Unternehmen, kann ich dich als Führungskraft darin unterstützen, aktiv dich diesem Problem zu stellen und damit umzugehen? Das kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Das kann bedeuten, dass es darum geht, den Mitarbeiter zu erinnern oder täglich vielleicht auch ganz scherzhaft darüber zu sprechen, ob die entsprechende Medikation schon eingenommen wurde. Das kann aber auch bedeuten, einen ganz bestimmten Rhythmus an Gesprächen über ein Thema, was beispielsweise mit psychischer Gesundheit zu tun hat, einzuführen. Das kann bedeuten, eine Notfallbotschaft zu vereinbaren, mit der Ihnen der Mitarbeiter signalisieren kann, es geht gerade nicht mehr. Ja? Ganz viele Dinge, die Sie vor allen Dingen aber sehr konsequent anwenden sollten, um mit Ihren Mitarbeitern daran zu arbeiten, die bestehenden Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst konstruktiv, lösungsorientiert zu überwinden, denen zu begegnen. Wichtig hierbei, Sie sind kein Arzt und Sie sind auch nicht der Therapeut Ihrer Mitarbeiter. Sie sind die Führungskraft. Es geht am Ende um Leistung, es geht um Zusammenarbeit. Ja. Und vor diesem Hintergrund kann all das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, auch immer nur ein Angebot sein. Ja. Sie sind nicht derjenige, der die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter bestimmen wird oder der bestimmen wird, ob Ihr Mitarbeiter mit einem erhöhten Blutdruck nun aufhört zu rauchen oder nicht. Ja. Die persönliche Freiheit, das persönliche Ausleben von Gesundheit ist hier nicht nur ein wichtiger Punkt für das Wohlbefinden des Mitarbeiters an sich, sondern auch ein Grundrecht. Aber Sie können Angebote machen und das sollten Sie tun und das sollten Sie sich nicht leben lassen. Und wenn Sie mit dem Mitarbeiter gemeinsam a. das Thema angesprochen haben und b. überlegt haben, auf welche Art können wir hier unterstützen, wie können wir dir helfen, um mit deiner Krankheit besser umzugehen, dann holen Sie auch noch andere ins Boot. Dann nutzen Sie das, was im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens an Ressourcen Verfügbarkeit ist, um im Team dem Mitarbeiter einen Stoßdämpfer zu bieten, der ihm dabei hilft, ja, die Arbeitsbelastungen, die natürlich auch in Zukunft auf ihn zukommen werden, abzufedern, besser zu verarbeiten und so aus der Krankheit wieder herauszukommen. Gute Führung, gesundheitsorientiertes Führungsverhalten, konsequenter Umgang mit Krankheit und Beeinträchtigung. Das sind drei relevante Ebenen, auf denen Gesundheit und Führung zueinander kommen. Die konkrete Ausgestaltung, die konkreten Fälle, ja, sind gerade im Thema gesunde Führung sehr individuell, ja, und müssen natürlich im Einzelfall behandelt und im Einzelfall bearbeitet werden. Aber wenn Sie sich die genannten Punkte einmal vergegenwärtigen und mit in Ihr Führungshandeln nehmen, werden Sie Handlungsfelder identifizieren können, werden Sie Themen entdecken, die es wert sind, einmal aktiv angegangen zu werden. Von daher hoffe ich, dass ich Sie in dieser Zeit habe ein wenig neugierig machen können auf das Thema gesunde Führung und wünsche Ihnen zum einen, dass Sie jetzt viele Themen finden, in denen Sie als Führungskraft gesundheitsbezogen im Sinne Ihrer Mitarbeiter, aber auch im Sinne Ihrer eigenen Gesundheit aktiv werden können. Und zum anderen wünsche ich Ihnen natürlich, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.